Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Beholder. Leute, ist es der letzte Part oder geht's dann noch in einem neuen Part weiter? Ich weiß es nicht. Werden wir sterben? Werden wir oder ins Gefängnis wandern, weil wir nicht so viel Geld auftreiben können? Ich werde, glaube ich, jetzt versuchen, hier mal alle Leute zwangsräumen zu lassen, die nicht wichtig sind. Damit ich ihren Kram verkaufen kann. Ich brauche nämlich Geld. Ich brauche viel Geld, damit ich auswandern kann. Ja. Also hoffentlich klappt das so, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten denke ich mal, werde ich da bald das Ende erreicht haben. Ich habe nämlich nur mal 78 Stunden Zeit. So, Gummihänden sind illegal. Ich muss dem Geld geben. So. Das haben wir. Genau, das haben wir schon gelesen. Das haben wir auch schon gelesen. Schlagen Sie Ihre Frau nicht. Das habe ich nicht gelesen. Dora, das hätte ich niemals getan. Ich war immer gut zu meiner Frau. Leider wurde sie umgerannt von einer Meute Flüchtlinge. So, mal schauen, ob ich da irgendwas machen kann. Von denen habe ich noch gar nichts. Von denen habe ich ein bisschen was. Hat die schon was Verbotenes gemacht? Ich glaube, ich werde die raushauen. So, Moment. Zuerst schreibe ich einen Bericht über die und dann lasse ich sie raushauen. So, wie heißt sie denn? Margaret Sauer lebt in Wohnung 3. Ist weiblich, lebt alleine, ist Bibliothekarin. So, zack. Zack, zack. So. Margaret Sauer 2. Habe ich eine Rechnung? Nein. Ja, ich habe es gelesen. Danke. So. 3. Entschuldigung. So. Die hat gelesen. Und lesen ist 6053 vom 12. Tra. Zack. So. Die braucht nämlich keiner. Hat der da gerade was Verbotenes gemacht? Möchte was machen? Nachbarn in mit Interesse an Abend nicht hinbekommen. Ja, für Mittwoch gleich. So. Bei dem könnte ich mich theoretisch freikaufen. Die Kameras kann ich ja auch verkaufen. Ich habe jetzt momentan viele Reputationen. Das mit Errol Johnson, das geht mir gerade. Das ist. Ah, nein, ich bin gerade so angepisst. So, zack. Die verkaufe ich ihm jetzt mal. Fragen, wie man viel Geld machen kann. Okay, Moment. Moment, ich verkaufe dir jetzt mal. Zack, zack, zack. So. Was ist das denn? Molotow-Cocktail. Kann man, wissen Sie vielleicht, wie man schnell viel Geld verdienen kann? Schnell sitzen in einer Klemme, Karl. Ich denke, man kann Ihnen vertrauen. Ich habe ein Angebot für Sie, aber es ist ziemlich riskant. Interessiert? Lassen Sie mich nicht hängen. Okay, der Kampf geht gleich los. Natürlich ist das illegal. Wissen Sie was? Ich nehme keine Wetten an. Die Federn fliegen in alle... Was? Was? Die Federn fliegen in alle Richtungen. Im Moment gibt es zwei Finalisten. Dummer Chef und weiser Chef. Was sind alle Wetten? Sie kämpfen sich nicht nur illegal, sie rufen auch die Polizei auf den Plan. Ich sagte doch, dass es riskant ist, Karl. Die Gewinnchance liegt bei 50-50. Mindesteinsatz beträgt $5000. Wenn Sie gewinnen, wird der Einsatz verzehnfacht. Werden Sie setzen? 5000? Auf den Weisen oder auf den Dummen? Scheiße. Weise. Ich setze mal auf den Weisen. Sind Sie wirklich ein Patriot, Karl? 5000 bitte. Das ist weise, entschuldigen Sie das Wortspiel. Angenommen, ich teile Ihnen den Ausgang mit. Was? Will er mir denn nicht aus... Was? Was ist mit dem Ausgang? Beeilen Sie sich nicht, Karl, die Hähne sind noch am Leben und sitzen gesund in den Käfigen. Ich werde Ihnen Bescheid sagen. Ach, das sind Hähne... Ach, scheiße, Hahnenkampf. Oh, fuck. Oh, fuck. Komm, verpiss dich! Niemand braucht dich hier. So, ich glaube, der da ist neu, da oben. Nein. Da ist doch einer neu eingezogen, oder nicht? Einwohner 2, okay.
Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ignorieren Sie die Musik, ich will mich nur vorstellen. Ich bin Karl der Hausmeister. Große Sache. Ich bin Erwin Münch, Marktwachmann. Sie nennen mich an jemand? Als ich jung war, haben wir immer gescherzt, dass wir alle in unserem Land gleich sind. Wie sich das schwarz wie Kohle, nur das Weiße in den Augen sichtbar. Das Wetter ist nett. Was wollen Sie? Der Herbst ist blöd, aber in dem Land ist uns immer alles grau. Nicht wie in den guten alten Tagen. Alte Zeit. Sie sprechen immer über die guten alten Zeiten. War es damals wirklich so viel besser? Wissen Sie, es war schwieriger in den alten Zeiten. Regale in den Geschäften waren überfüllt mit Lebensmitteln. Damals konnte sich kaum einer auch nur einen Bruchteil all dieses Überflusses leisten. Sie mussten eine Menge arbeiten und sogar noch mehr denken. Und jetzt wird alles für Sie entschieden. Sie erscheinen einfach auf der Arbeit und bekommen, was man ihnen schuldet. Ich bekomme nicht einmal den miesesten Tabak. Irgendwelche Neuigkeiten? Welche Neuigkeiten? Ich bin ein alter Soldat. Ach, eigentlich ja. Ich habe letzte Woche ein echtes Geschäft gemacht. Was für ein Geschäft? Ich habe eine halbe Packung nasses ausländisches Salz im Schuppen gefunden und es verkauft. Früher war es nichts wert, aber nach dem Verbot kam ich dafür ein Vermögen. Wie viel war das? Für 300 Dollar. Grober Scherz, drohen, zustimmen. Ja, warum nicht? Super Geschäft. Ich denke das gleiche. Das ist ein Sack verdorbenes Getreide. Ich hoffe, Sie verhindern das auch. Zumindest wird es mich reich machen. Aha. Komm, Margaret, ich habe jetzt nicht so viel Zeit. So, kann ich die auch schon vermieten? Nein, da will jetzt keiner hören. Ach, Margaret. Hä? Die wird fern schon. Komm, verpiss dich! Verpiss dich! Yes, her damit mit dem Zeug hier. Nein, nicht gehen! Nicht gehen! Nein! Boah. Gerade noch erwischt. Geh nicht! Handeln! So, was haben wir da? Ein Buch, Tabak, eine Uhr, irgendwas. Alkohol, Brille, zack, zack. Weg, der Ausweis, weg. Das war's, mehr hatte die nicht. Sehr, sehr blöde Ausbeute. Da, da, da. So, wo ist er jetzt? Da ist die Inge Birkenburg, Birkenfeld. Ist der jetzt zu Hause? Schauen wir mal. Nein, ist er nicht. So, gucken wir mal uns ein bisschen um hier. Ist ja unser Job. So, 62 Stunden habe ich noch. Eine Angel. Immer schön gucken. Eine Rasierklinge. Na? So. Scheiße, mein Telefon. Lauf, Karl! Ach, Mann! Immer dann, wenn ich dabei bin zu schnüffeln. Holy moly. So. Herabnehmen. Aufgabe einholen. Ministerium für Ordnung. Ihre nächste Aufgabe besteht darin, Propagandabanner in Ihrem Gebäude aufzuhängen. Hängen Sie 5 Banner in den Fluren auf. Okay. Verzeihung. Kann ich da oben auch was aufhängen oder? Okay, keine Ahnung, kann ich nicht lesen. So, das sind 4. Und da kann ich ja auch noch einen aufhängen. So. Hätten wir das geschafft? So, der kommt jetzt gerade zurück. Das ist blöd.
gerne ein bisschen mehr Infos gesammelt. Was mache ich mit der? Soll ich da sagen, dass jemand versucht, sie zu vergiften? Es gibt Leute, die sie töten wollen. Sie haben eine Bombe im Haus platziert, aber ich habe sie entschärft. Ich wusste, dass sie etwas über das Gasarock gefunden haben, aber ich habe nicht erwartet, selbst zum Ziel zu werden. Das Leben meiner Tochter auch. Erzählen Sie mir von diesem Gas. Nun, es macht keinen Sinn, es jetzt noch zu verstecken. Wir stellen ein Gas her, das es unseren Patienten ermöglicht, die Notwendigkeit für Entscheidungen loszuwerden und ohne Angst zu leben. Was meinen Sie? Wo fange ich an, Karl? Es ist kompliziert. Kennen Sie den Hauptunterschied zwischen Wahnsinnigen oder sollte ich sagen Helden und normalen Menschen? Sie kennen keine Angst. Ihr Nervensystem funktioniert anders. Die Signale werden vom Cortex auf eine andere Weise verarbeitet. Oder, um genauer zu sein, nicht wie Ihre. Ich kann es nicht erklären, Sie würden die Terminologie nicht verstehen. Aber glauben Sie mir, wir können auch ganz normale Menschen von ihrer Angst befreien. Das Leben wird sich nicht ändern, aber es wird keine Angst mehr geben. Ist das nicht das Paradies auf Erden? Ist es Ihr Ernst? Absolut. All diese Emotionen halten nur die Menschen von der Arbeit ab und verhindern, dass sie ihre Pflicht erfüllen. Was haben Sie als nächstes vor? Ich war bereit und hatte vor, etwas zu unternehmen, aber es wird erst im nächsten Sommer durchführbar. Werden Sie mir helfen zu entkommen, Karl? Solange ich hier bin, werden Sie nur Probleme haben. Jagen? Na. Nee, sorry, aber... Ich muss selber das Land verlassen. Du bist doch ein Buscher, Mädel. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich mich hier auf die Revision vorbereite. Retten Sie sich selbst. Einen Beitrag für den Staat leisten. Fürs Militär. Na, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Was kann ich machen? Kann ich mich da vorbereiten? Ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung. Blöd, blöd, blöd. So, da geht jetzt. Der geht essen, oder? 9 Uhr auf die Nacht, okay. Hä? Wow, 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 stopp, stopp, stopp! Was macht der da? Ey, ey, ey! Brüschi, was machst du da? Okay. Was? Das habe ich schon. Habe ich doch schon. Der hat da das Ding beschmiert. Ich habe es doch gesehen. Was mache ich denn jetzt? Liest. Er säuft. Wer wohnt da? Ach, die Rowena. Die Rowena, genau. Die kann ich auch raushauen lassen. Brauche ich eh nicht mehr. So, die wohnt in Wohnung 1. Und hat den Fisch. Fisch, 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 Fisch. 60, 48. So, vom 8. Da, jetzt kommt die Polizei nochmal. Und Telefon. Mr. Verordner, finden Sie sofort den Vandalen, der die Banner verunstaltet hat. Ich weiß schon, wer das ist. Ich hab's gesehen. Du warst das. Du, du, du. Ja? Oh, er kommt. Boah, der braucht schon wieder lange. Ich hab sicher verloren. Wer ist es doch? Kenn mich doch, ich verliere immer. Jetzt wissen Sie, wer das Banner ruiniert haben könnte? Woher soll ich das wissen? Entschuldigen Sie mich etwa? Über Vandalen beschweren. Mir wurde befohlen, dieses Propaganda-Banner aufzuhängen. Ich habe schon damit verbracht, sie anzubringen und jetzt erst herausgefunden, dass eines der Banner kaputt war. Sobald die Untersuchung stattfindet, wird es nicht mehr nur um Mission um das ganze Haus finden, gehen. Nun, tut mir leid, Kumpel, ich bin einfach zu alt, ich habe die Konsequenzen nicht bedacht.
Ich kann all diese Lügen nicht mehr ertragen und die armen Kinder sind wie Schwämme, sie saugen all die Propaganda in sich auf. Also ist es Ihre Schuld? Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Hören Sie, verraten Sie mich nicht. Ich bin zu alt, um ins Gefängnis zu gehen. Schauen Sie, ich bin gut im Zeichnen. Wollen Sie, dass ich alles in Ordnung bringe? Naja, ja, wir vertuschen das, komm. Okay, aber beeilen Sie sich. Danke, mein Sohn. Ich zeichne Ihnen jetzt wirklich Böses. Böses oder Schönes oder Gutes? So. Gratulation, Karte. Weiß ich schon, was gewonnen. Hier ist der Geld. Yay! Viel Glück. Ja! Ja, ich kann es schaffen! Ich kann es schaffen! Ich kann es schaffen! Oh mein Gott, ich habe gewonnen! Jetzt brauche ich nochmal 17.000. Ach Gott, sei doch nicht so gemein zu ihr. Scheiße. Das mache ich aber nicht nochmal. Frage ist, wie bekomme ich 17.000? Ich verkaufe dann wieder ein paar Kameras. Ah, so. Brauchst du gerade eh nicht. Das brauche ich auch nicht. Das Arsen. 13.000 sind es jetzt noch. So, die verpfuscht, sie verpisst sich jetzt. So. Mein Lieber. Nein, nein, du bleibst da. Du bleibst da. Du bleibst da. Ich will das eigentlich ganz gern vertuschen. So. Zack, 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 zack. Tralalala, tralala. Wo sind die verbotenen Sachen? Schiffsmodell. Kamera, Film. Sieht wie Teil einer Bombe aus. Hä, wo ist der Fisch? Ach man, Schokolade war es sicher nicht mehr. 88.999! Woo! So. Sind's 90. Nein, hoppla, gar nicht wahr. Das Arsen, weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich die einfach vergiften. Na bitte, hat er doch schön hinbekommen. Ich will nicht über den Bericht erstatten. Ich will es nicht. Ist da wer? Nein. Kann ich die Wohnung ja auch leer lassen? Warte mal, habe ich da alles mitgenommen? Ja. Habe ich da alles mitgenommen? Verdammt, jetzt sind es noch 11.000. $11.000. Ich meine, er ist ja zum Glück wieder schon runtergegangen, ja? Ah ja, bei dem muss ich. Ah, okay, die sind gerade nicht da. Wer weiß wie lange. Blub. Angel, Strohhut. Frage ist, wo sind die zwei? Ich weiß es nämlich nicht, ob sie unten in der Küche sind. Oder woanders. 35 Stunden habe ich noch. Scheiße. Was haben wir da? Eine Weltkarte. Ein rotes Kleid, ein Brief, ein Kamm. Das ist alles useless. Bei dem kann ich leider nicht reinschauen, weil da immer einer von beiden zu Hause ist. So, was haben wir hier? Das habe ich schon angeschaut. Okay. Ich habe original nicht wirklich viel gefunden. Naja, aber einen Bericht kann ich mal schreiben.
So, ein Bericht über Georg Dreimann. Wohnt in Wohnung 2, 4, hoppla. Männlich, wohnt mit Christa Maria Dreimann und ist Grenzpunktkontrolleur, oder? Ja. Check, 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 check. So. Zumindest kriegt er auch Geld zusammen. Vielleicht kann ich nochmal mit dem reden. Brauche ich, okay. Die Frage ist, wie stelle ich das an? Ich will den nicht verpfeifen, will ich wirklich nicht. So, wo war ich denn da? Beim Infosuchen. Taschenuhr, Geldbeutel, Angel, Kamm. Ich will dir nicht verraten, aber ich habe nur mal 28 Stunden Zeit. Kann keine gute Propaganda malen. Oh mein, oh. So. Das sind jetzt zumindest schon mal ein paar. Oh, eigentlich will ich den nicht. Ich will den nicht dran kriegen. Will ich wirklich nicht. So, Irving Munch. So, wohnt in Wohnung 2. Der wohnt jetzt aber wirklich in 2, ja. Männlich, ledig, Bachmann. Du, lu, lu, lu. So. Jetzt sind es noch 15.000. Wen? Was kann ich tun? Unterstattung von Propagandaposten ist verboten. Ich will den nicht raushauen. Aber ich kann das Land auch nicht verlassen, wenn ich 15.000 nicht... Ansonsten muss ich mich wirklich selber retten. 60.000 kriege ich hin, habe ich. Ich habe 90. Hey du! Okay, da gibt's nichts mehr. Ja, das Geschenk für Errol Johnson. Nein, ich lasse das. Ich behalte mir das. Ich werde der sicher nicht helfen, das Land zu verlassen. Sicher nicht. So, was ist jetzt mit dir, Gerda? Ah. Über Mut des Arbeit sprechen. Ja, sie schafft Supermensch, Alpha Götter einen großen Anführer. Nein. Will irgendwer einziehen? Das Arsen. Ich habe 5 Flaschen Rotwein. What the fuck? Okay. So viel Rotwein brauche ich nun auch nicht. Oder Whisky. Was kann ich tun? Habe ich da noch irgendwelche Sachen? Seit meiner ganzen Familie tot ist, habe ich da eigentlich nicht mehr hineingeschaut. Ein Buch, einen Kamm. Handtuch, noch ein Buch, Aufzeichnungen. 18 Stunden noch. Spielzeug, Zahnbürste. Hoppala, tut mir leid. So, was war der Stuhl, glaube ich? War es jetzt der Stuhl oder der Tisch? Ich
glaube, ich war bei dem auch noch nicht fertig, bei dem hier. Und bei den beiden sowieso nicht. Da ist nichts. Okay, warte. Schauen wir da hinein. Sonst muss ich mich wirklich selber retten. So. Ich würde gern wesentlich mehr Geld erpressen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon ganz durch war oder nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, da war ich schon mit der Weltkarte. 14 Stunden noch. Ich glaube, den Fernseher habe ich vergessen. Da ist sich nicht mehr ausgegangen oder so. Keine Infos über die zwei? Ein Strohhut? Da ist gar nichts. So, ich glaube da, dass der weggegangen ist, aber sicher ist sicher. Okay. Da war ich auch noch nicht fertig. Wer ist das? Oh Gott, das ist ja scheiße. Noch eine Weltkarte. Ah, schnell, raus. Was mache ich denn? Es geht sich nicht aus. Es geht sich knapp nicht aus. Das kann ich glaube ich jetzt weghauen. Neun Stunden noch. Es geht sich alles nicht aus. Es geht sich nicht aus. Kann ich irgendwie lügen? Also ich kann die nicht. Ich soll Berichte über ihn erstatten. Boah, ich will nicht. Ich will nicht, ich scheiß drauf, ist mir egal, ist mir jetzt eigentlich egal, ich mach das nicht. Versuche ihn zu vergiften. Ich werde sie mal da aus das Finger ausziehen. Da. Dann ist sie weg. 5 Stunden. Ohne mich selbst retten. Scheiße. Hätte ich den vielleicht ein bisschen früher angequatscht. Vielleicht wäre das nicht passiert. Sollte gehen. Das heißt, das Arsen hätte ich eigentlich gleich weglassen können. 14.000 hätten mir noch gefehlt. Leute, 14.000. So nah war ich meinem Ziel aber noch nie. Jetzt das. Ja komm, ich rette mich selbst. Ich würde gerne einen persönlichen Beitrag leisten bezüglich der positiven Inspektionsergebnisse. Schämen Sie sich nicht für Ihre Schwäche, Karl. Wir sollten uns unsere Fehler rechtzeitig eingestehen. Schau mal, was ich persönlich für Sie tun kann. Sie müssen wissen, dass einige Daten über Verstöße auch verloren gehen können. Eine Hand wäscht die andere, aber verstehen Sie das nicht falsch. Ab sofort arbeiten Sie für mich persönlich, Karl. Toll. Wie er geht, der liebe Herr Bruno.
selbstgefälliges Etwas. Also, weg damit. General Johnsons Geschenk, mit dem muss ich nicht herumlaufen. Und das brauche ich eigentlich auch nicht. Ich komme. Gehen Sie ans Telefon. Ich gehe ans Telefon. Karstein, Sie sind Ihre Beurteilungsergebnisse. Großartige Arbeit. Oh Gott sei Dank. Keine Verstöße. Sie sind ein wertvoller Mitarbeiter. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Sie müssen sich im Zentrum für experimentelle Klonung einfinden. Was? Bitte was? Der Funke der Bewegung Neuer Morgen fachte allmählich die Flammen der Revolution an und die Tyrannei des großen Anführers wurde gestürzt. Es dauerte Jahre, um die riesige bürokratische Maschine abzuschaffen. Aber in dieser Zeit konnten die Menschen nachts endlich wieder friedlich schlafen. Redefreiheit und das Recht auf Privatsphäre waren die ersten Forderungen, welche die neue demokratische Regierung erfüllte. Und jeder Beamte, der seine Position missbraucht hatte, wurde verhaftet und ins Gefängnis gesperrt, wo vorher die politischen Gefangenen gesessen hatten. Oh Gott, ich glaube, ich bin ins Gefängnis gewandert. Obwohl die Revolution auch viele ehrliche Leben gekostet hatte, kann man kein Omelett machen, ohne ein paar Eier zu zerschlagen, nicht wahr? Immer diese Eier. Ja, was ist jetzt mit Karl? Der Krieg tobte seit Jahrzehnten und schliff die Menschen zu einer homogenen, fleischigen Masse. Tausende diensttaugliche Jugendliche starben jeden Tag bei sinnlosen Massakern. Ich hätte ihn umbringen sollen. Und alle technischen, medizinischen und landwirtschaftlichen Fortschritte wurden im Namen der Gewalt geopfert. Oh Gott. Karls bemerkenswerte Entschlossenheit und seine Treue zu seiner Arbeit wurden belohnt. Der Staat hatte schließlich seinen idealen Mitarbeiter gefunden. Einen ohne Zweifel, Reue oder Anhängsel. Karl wurde ausgewählt, um das goldene Standardmodell eines vorbildlichen Bürgers im neuen Klonexperiment zu sein. Und es dauerte nicht lange, bis Tausende von geklonten Karls ihre Arbeit begannen. Oh Gott! Der Original-Karl starb in dem Prozess, aber niemand trauerte um ihn, weil es keinen Platz für Trauer in der wunderbaren Zukunft des großartigen Staates gab. Nur Glück. Oh Mann! Nein! Oh Mann. Wow. Wow, Leute. Was für ein Ende. Wahnsinn. Warum sieht man da die Bäume? Sieht man da die Bäume? Anscheinend nicht. Was für ein Ende. Ich wurde geklont, bin dabei gestorben und keiner hat um mich getrauert. Richtig, richtig toll. Oh mein Gott, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade am Mikrofon angekommen. Und jetzt noch einmal. Wow. Also. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich fand das Spiel wahnsinnig interessant. Ich habe auch gelesen, es gibt mehrere Enden, also das war nur eines davon. Ich habe vieles falsch gemacht, ich hätte vieles besser machen können. Und ich denke, auf dem Schwierigkeitsgrad leicht muss man wesentlich weniger Geld hergeben. Ja? Oder man bekommt mehr Geld, das weiß ich nicht. Aber ja. Ich hätte gern überlebt, ich hätte gerne meine Familie durchgebracht. Hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich kann nur sagen, tolles Spiel. Sehr, sehr interessant, auch moralisch aufgebaut. Und musikalisch wirklich gut gemacht. Also die Musik fand ich wirklich sehr toll.
Es gibt ja dieses, ich habe es ja vor ein paar Parts erwähnt, es gibt anscheinend ein DLC, wo man eben die Geschichte von Karls Vorgänger spielen kann. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Vielleicht werde ich mir das auch noch holen. Hab schon irgendwie Lust drauf. Genau, Schlaf der Glückseligkeit war das. Und ja, meine Lieben, das war Beholder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es wahnsinnig interessant. Wenn es euch gefallen hat, holt euch das Spiel, macht selbst die Entscheidung. Es ist wirklich nicht teuer auf Steam. Und wo... Sagt mir dann, wo ihr hinkommt. Ja, weil also, dass ich geklont werde, damit habe ich echt nicht gerechnet. Wollte ich auch nicht. Ich hätte gerne überlebt. Aber ja, vielleicht spiele ich es für mich selber auch mal allein durch wieder. Und guck mal, ob ich ein anderes Ende bekomme. Und ja, das DLC, falls ich das machen möchte, werde ich es natürlich auch aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeibleiben, für die ganzen Likes und die Kommentare. Und wir sehen uns dann wie immer im nächsten Video. Macht es gut, tschüss.